Und dann noch eine besondere Schürze. Die Hände wurden von einer doppelten Schicht geschützt. Die gesamte Uniform wog zwischen 26 und 30 Kilogramm. Haben Sie den medizinischen Test absolviert? Irgendwelche Probleme? Gut, dann kann's losgehen. Kameraden, Sie sollten wissen, dass ich vor 2 Tagen zusammen mit einem Offizier auf dem Dach war. Eines steht fest. Dort oben gibt es nichts, wovor Sie Angst haben müssten. Natürlich wollten einige Männer die Arbeit nicht erledigen, doch als Reservisten mussten sie es. Für mich stellte sich diese Frage nicht. Ich musste einfach meine Pflicht erfüllen. Wer hätte es denn für mich tun sollen? Wer hätte sonst aufräumen sollen, damit die radioaktive Strahlung nicht die ganze Welt verseuchte? Jemand musste es nun einmal tun. Zweieinhalb Wochen, die reinste Hölle. Doch jeder Soldat musste diese Hölle nur 2 bis 3 Minuten ertragen. Manchmal sogar nur 40 Sekunden, wenn die Strahlung zu hoch war. Wir rechneten die Zeit genau aus, um so viele Leben wie möglich zu retten. Wenn die Sirene ertönt, stürmen 8 Soldaten zusammen mit einem Offizier aufs Dach. Ihre Aufgabe ist denkbar einfach. Der radioaktive Schutt muss so schnell wie möglich vom Dach geschaufelt werden. Nach General Tarakanows Berechnungen betrug die Höhe der Radioaktivität ungefähr 7000 Röntgen pro Stunde. Die Reservisten dürfen sich nur 45 Sekunden auf dem Dach aufhalten. Gerade lange genug für einige Schaufelladungen. Wir arbeiteten wie die Ameisen. Kaum war einer fertig, nahm schon der Nächste seinen Platz ein. Jeder erledigte seinen Job, egal wie unbedeutend er auch schien. Zusammen gelang es uns, die Radioaktivität zu bekämpfen. Zehn Tage lang steigen alle 10 Minuten neue Mannschaften aufs Dach. Laut Militärangaben nehmen 3500 Menschen an den Aufräumungsarbeiten teil. Einige, wie Igor Kostin und Alexander Fedotow, steigen 5-mal aufs Dach. Wir haben Teile mit 1500 Röntgen mit der Hand aufgehoben. Nach einem Tag Arbeit schmerzten unsere Hände. Wir konnten sie nicht mehr zur Faust ballen. Als ich das erste Mal aufs Dach stieg, ergriff mich ein geradezu mystisches Gefühl. Es war, als befände man sich auf einem anderen Planeten. Das Dach war mit radioaktivem Material übersät. Meine Hände zitterten. Ich wusste nicht mehr, in welcher Welt ich überhaupt war. Und ich begann, Fotos zu schießen. Man erkennt auf dem Film Spuren der Strahlung. Ich hielt die Kamera so und die Strahlung stieg so vom Boden hoch. Die Augen schmerzten und ich hatte einen metallischen Geschmack im Mund. Dann wusste man, dass man die vorgesehene Dosis überschritten hatte.
Da oben spürte man die Zähne nicht mehr. Man hatte diesen Bleigeschmack im Mund. Man machte so, hörte aber nichts. Alles war mit Blei bedeckt. Selbst heute, 20 Jahre später, kann ich das Blei im Mund noch schmecken. Tausende von ihnen werden feststellen, dass dieser seltsame Geschmack eins bedeutet. Der unsichtbare Feind greift den Körper an. Während die Reservisten auf dem Dach des Kraftwerks ihr Leben riskieren, gehen die Aufräumarbeiten in der 30-Kilometer-Zone ununterbrochen weiter. Was normalerweise ein Mann in einer Stunde erledigen konnte, erforderte in Tschernobyl den Einsatz von 60 Menschen. Als wir vom Dach stiegen, fühlten wir uns, als hätten Vampire uns das Blut ausgesaugt. Wir waren völlig erschöpft, konnten uns nicht mehr bewegen. Manche hatten Nasenbluten. Die Feuerwehrmänner waren in unserer Nähe. Wer Nasenbluten bekam, wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Brachen wir zusammen, wurden wir nach Hause geschickt. Doch wir alle wollten durchhalten. Damals waren wir jung und stark. Heute ist unsere Gesundheit dahin. In meinem Bericht steht, dass wir 20,5 Röntgen abbekommen hätten. Doch was bedeutete das? Diese Zahl war sehr viel niedriger als die tatsächliche Dosis. Nach dem Arbeitseinsatz bekommt jeder Reservist von General Tarakanow eine Urkunde ausgehändigt. Als Zeichen der Dankbarkeit bekommt jeder der Männer außerdem einen Bonus von 100 Rubel, was damals ungefähr 100 US-Dollar entsprach. Dafür hat jeder sein Leben riskiert. Doch sie können die Strahlung auf dem Dach nur um 35% reduzieren. Keiner wusste, wie hoch die Strahlung auf dem Dach war. Heute wissen wir, dass sie 10.000 bis 12.000 Röntgen pro Stunde betrug. Man hätte nie Menschen da hochschicken dürfen. Sieben Monate nach der Explosion ist die Zone gesäubert und der Sarkophag vollendet. 500.000 Menschen, Soldaten und Zivilisten, haben an der Operation teilgenommen. Ich teilte der Kommission mit, dass unsere Soldaten angesichts der unglaublich hohen Radioaktivität, der Beseitigung des Graphits und ihrer heldenhaften Arbeit ein Symbol bräuchten. Man könnte unsere Flagge hissen. Die Flagge zu hissen hatte einen ähnlichen Stellenwert wie das Hissen der Flagge auf dem Reichstag in Berlin, als die Rote Armee den Faschismus besiegt hatte. Für unsere Soldaten war die Flagge ein Symbol des Triumphes über die Radioaktivität. Sämtliche Mannschaften feiern das Ende des Einsatzes auf ihre eigene Weise. Bocharow und seine Männer schreiben ihren Namen auf das letzte Metallstück, das auf dem Sarkophag angebracht wird. Der Sarkophag ist ein Pantheon, ein Grab, ein Mausoleum.